Hallo ihr Lieben, hier sind Karin und Simone und heute sprechen wir mal übers Essen und übers Kochen. Gesundes, frisch zubereitetes Essen hält fit, lässt uns jünger und frischer aussehen, aber manchmal haben wir einfach keine Lust, keine Zeit, keine Ideen, was wir kochen. Oder Karin? Ja, das ist so. Ich möchte natürlich auch gesund essen, nicht immer essen gehen, aber wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich auch nicht noch kochen müssen. Es ist furchtbar. Ja, ja, ich verstehe das. Man ist müde. Wir verraten euch aber heute mal ganz kurz und knapp in 3 Tipps, was wir machen, wenn wir mal keine Lust aufs Kochen haben. Tipp 1. Kochen kostet Zeit, hat aber natürlich viele Vorteile, wie wir wissen. Natürlich wollen wir alle gesund essen. Wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn wir frisch kochen. Also mit frischem Gemüse, gerne regional, saisonal. Wenn man nicht sicher ist, was gerade bei uns auf den Feldern wächst, kann man mal kurz im Internet nachschauen. Das habe ich auch gemacht und im Herbst zum Beispiel die Steckrübe entdeckt. Ja, und was macht man dann damit? Habe ich natürlich dann auch nachgeschaut. Eine leckere Steckrübensuppe oder ein Püree. Köstlich. 15 Minuten Arbeitszeit. In einer guten halben Stunde ist dann alles fertig, gegart und es ist super gesund. Wichtig ist einfach, verarbeitete Lebensmittel, da wirst du mir ja voll folgen, möglichst zu vermeiden, oder? Ja, genau. Auch wegen des versteckten Zuckers, der da oft drin ist. Und wenn wir schon bei Wurzelgemüse sind, Möhren sind reich an Vitamin A. Das ist ein fettlösliches Vitamin. Es wird nur vom Körper aufgenommen, wenn gleichzeitig Fette gegessen werden. Da reicht schon eine kleine Menge Öl aus, damit der Körper das Vitamin aufnehmen kann. Also in die Karottensuppe, die ich ja dann schon mal mache, einen kleinen Schuss Sahne reingeben. Das schmeckt nicht nur gut, es ist auch noch sinnvoll. Lecker. Weiterer Vorteil. Wer selbst frisch kocht, kann seine Ernährung anpassen. Zum Beispiel, wenn man Diabetes oder Bluthochdruck hat. Haferflocken am Morgen zum Beispiel. Also ein leckeres Porridge. Super, wenn die Blutzuckerwerte erhöht sind. Haferflocken halten nämlich den Blutzuckerspiegel schön niedrig. Dann sind wir beim Tipp Nummer 2. Ja, alles muss natürlich organisiert vorbereitet werden, um nicht in Stress zu geraten. Selbst kochen hat aus gesundheitlicher Sicht eben nur Vorteile, ist aber eben aufwendiger. Wie bekommen wir das also hin, ist die Frage, dass uns das Kochen Spaß macht. Karin, was stresst dich beim Kochen so besonders? Ja, keine Zeit haben. Ne? Mhm. Zum Kochen braucht man auch irgendwie Muße. Und neulich habe ich in Eile eine Spargelcremesuppe mit einer einfachen Mehlschwitze und Spargelwasser nicht angedeckt bekommen. Unter Druck bin ich dann auch oft ungeduldig und es wird dann auch oft spät. Und dann möchte ich nach 20 Uhr eigentlich auch nicht mehr so essen, ne? So mit so einem dicken Bauch ins Bett gehen. Das ist ja auch nicht wirklich gesund. Das ist wohl wahr. Ja, okay, was können wir tun? Was hältst du zum Beispiel von einem Wochenplan für die Mahlzeiten? Ja, es ist eigentlich eine gute Idee, aber dann muss man ja auch entsprechend einkaufen und ne, hat dann natürlich alles im Kühlschrank. Das mache ich aber nie. Ja. Also ich mache mir schon mal so einen Zettel, aber das schaffe ich irgendwie für so eine ganze Woche auf keinen Fall. Was ich aber mache, ist nachschauen, was ich im Kühlschrank habe. Und das gebe ich dann ins Netz ein und es kommt immer ein Rezept heraus, was lecker ist. Ein paar Basics sollte man natürlich dann zu Hause haben, ne? So wie Creme Fraiche oder eine Dose Kokosmilch. Ne? Und wie ist das eigentlich für dich? Also ich mag auch keinen Wochenplan. Das wäre mir viel zu viel Geschreibe, vorbereite, eingekauft. Ich halte das auch für schwierig, aber kann natürlich jeder machen, wie er gerne sich strukturiert und lustig ist. Also ich habe lieber so einen Grundstock einmal im Kühlschrank oder im Vorratsschrank. Nudeln, Reis, Kartoffeln ist ja klar, Bulgur, Quinoa, Bohnen, da gibt es zum Beispiel von Davat auch so eine schöne Bohnenmischung, Tofu und es gibt bei DM so Veggie Chunks heißen die, glaube ich, das ist praktisch auf Erbsen- und Ackerbohnenbasis, wunderbares Wort, da kann man sich so ein Veggie-Hack draus machen, ne? Ein bisschen Sojasauce ablöschen. Was du alles kannst. Naja, also das ist kein Hexenwerk, aber was man halt immer im Kühlschrank haben sollte, ist schon so ein bisschen frisches Gemüse, um das so ein bisschen anzureichern, dann kann man wirklich schnell was zaubern und dann entscheide ich auch ganz spontan, worauf ich Lust habe. Ein kurzer Stopp. Seid doch so lieb und schreibt mal das Wort Kochen bei uns in die Kommentare. Dann können wir nämlich sehen, wie weit ihr unser Video geguckt habt und wir können den Algorithmus ein bisschen verbessern und pushen. Das wäre super hilfreich für uns. Vielen Dank. Und jetzt geht's hier weiter.
Also wenn ich alleine bin und keiner da ist, so, dann koche ich auch schon mal so Kindergerichte, ne? So Kartoffelbrei, also selber gemacht, das kann ich, mit Spinat und Ei. Das ist so cool. Also, ne? Ja, ich liebe es auch. Also das kann man ja auch mal zwischendurch super machen, ist ja auch nicht ungesund. Aber was ist zum Beispiel, wenn wir noch für Kindermann Gäste kochen, dann... Ja, da kommst hört du damit auch natürlich. Mit Spinat und Ei. Ja. Und so, ne? Ich sag ja, wenn ich alleine. Ach, sehr schön. Sei dir gegönnt. Ich komme vorbei. Da sind wir schon bei Tipp 3 und zwar dem gemeinsamen Kochen. Das macht nämlich wirklich Spaß und es entlastet. Ganz wichtig, sage ich mal, dass es nur einen Küchenchef gibt. Die andere ist dann Sous-Chef oder Sous-Chefin. Das ist dann meistens so der Schnibbeldienst. Mache ich auch mal gerne. Aber die Rollen müssen verteilt sein, sonst kommt man sich nur in die Quere und guckt sich ständig selber in den oder beim anderen in den Topf und viele Köche verderben den Brei. Das ist zwar so ein Sprichwort lapidar, aber es ist wirklich so. Und natürlich unter Zeitdruck kochen, wie du schon vorhin gesagt hast, das macht gar keinen Spaß. Vor allem, wenn man dann abends müde ist, von der Arbeit nach Hause kommt. Und dann kann man sich ja vielleicht im besten Fall ein bisschen absprechen. Vielleicht ist der andere weniger müde und kocht dann. Ach komm. Wunschdenken. Alternativen gibt es natürlich auch. Das sind zum Beispiel Online-Kochgruppen, ne, wenn man dann zusammen kochen möchte. Oder mal einen Kochkurs machen. Und was ich spannend finde, ist vegetarisch kochen, ohne vegetarische Fertigprodukte der Ernährungsindustrie zu benutzen. Mhm. Und da ist die asiatische Küche natürlich sehr inspirierend. Ja, wer Zeit dazu hat, ne, kochen hat ja was Meditatives, was einen auch zur Ruhe kommen lässt. Oder vielleicht gemeinsam mal mit einer Freundin kochen, das ist inspirierend. Für mich ist das jetzt schon inspirierend, mit dir hier so zu sprechen, weil ich so denke, oh mein Gott, was man alles machen kann. Also virtuell ist das Gericht, steht das Kartoffelpüree mit Spinat und Ei schon vor uns. Sehr meins. Ja, aber toll, gebe ich dir völlig recht, mit asiatischer Küche und Wok und so, da lässt sich auch schnell was zaubern. Ja, dann teilt doch mal eure Rezepte oder probiert was Neues aus, zum Beispiel Brot backen, das ist auch eine tolle Erfahrung und ihr spart Geld. Da kommt dann ja die Getreidemühle von dir wieder mal zum Zug und zu Ehren. Ne? Ja, absolut. Das kann ich nur empfehlen. Da wird nämlich das ganze Korn gemahlen. Das ist grundsätzlich nährstoffreicher. Das mache ich wohl nicht zum Brotbacken, aber abends schon mal. Es geht leicht mit einer kleinen Kornmühle von Kornkraft zum Beispiel. Das wird dann eingeweicht und ich mache am nächsten Morgen ein Birchermüsli mit Äpfel, Bananen und geriebenen Nüssen daraus. Aber das tatsächlich echt nur am Wochenende. Aber großartig, ja. Das ist ein tolles Sportleressen auch. Ja, dann fasse ich mal kurz zusammen. Also stresst euch bitte nicht mit wenigen Zutaten. Ich sag mal Zwiebeln, Tomaten, saisonalem Gemüse. Könnt ihr jederzeit schnell was Leckeres zaubern. Warum Tomaten aus der Dose? Wenn ihr euch selbst mit Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten eine leckere, frische Soße zubereiten könnt. Dauert auch nicht sehr lang. Ein paar Nüsse oder Saaten oder Parmesan obendrauf. Fertig. Ja, was habt ihr so für Erfahrungen mit Kochen? Habt ihr immer eine neue Idee oder findet ihr das tägliche Kochen eher anstrengend oder gar langweilig? Schreibt uns dazu in die Kommentare. Abonniert auch gerne unseren Kanal. Das ist kostenlos. Läutet bitte doch fleißig die Glocke, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Dann bis zum nächsten Video. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.